Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Elgato-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns mal ein Problem anschauen, das wahrscheinlich jeder hat, der sich eine Elgato kauft, denn man muss am Anfang gewisse Einstellungen in der PlayStation machen, um überhaupt aufnehmen zu können, denn das sehen wir gerade. Ich habe das mal in den Originalzustand zurückgesetzt auf meiner PlayStation und ich kriege keine Vorschau. Das heißt, mir wird das nicht angezeigt, es blinkt immer, er versucht das Signal zu erkennen, aber es klappt einfach nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund an der PlayStation und dafür schalten wir uns jetzt mal auf die PlayStation drauf. Dann seht ihr, dass ich mich hier einfach mal da befinde, wo man eben startet, wenn man die PlayStation 4 gerade neu gestartet hat. Wir gehen einfach mal nach oben und wechseln ganz nach rechts in die Einstellungen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen nach unten, bis zum System. Und dann, da ist endlich System, ist es ganz wichtig, dass ihr bei HDCP aktivieren das Häkchen rausnehmt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt echt faul gewesen und habe mich nicht informiert. Es ist auf jeden Fall der Kopierschutz und deswegen könnte es auch HD Copy Protection oder sowas heißen. Ja, und das ist normalerweise angeschaltet und wenn das angeschaltet ist, dann ist eben Kopierschutz drin und ihr könnt nicht mit der Elgato aufnehmen. Drunter steht auch, dass wenn ihr diese Einstellung ausschaltet, gewisse Anwendungen nicht verwendet werden. Ich wusste am Anfang nicht welche, aber zum Beispiel solche Sachen wie Twitch oder so könnt ihr dann nicht benutzen. Damit soll eben verhindert werden, dass ihr irgendwelche Sachen live von Twitch runterkopiert. Also wie gesagt, der Vorgang ist ganz einfach. Wenn ihr einen Haken drin habt, drückt ihr einfach mal drauf. Dann wird gesagt, möchtet ihr die Anwendung schließen oder eben öffnen, dann drückt ihr hier noch auf Ja und wenn das Häkchen raus ist, dann klappt das alles. Und das Schöne ist, könnt ihr sehen, ich habe das jetzt nur vorgegaukelt, als hätte ich mich wirklich aufgeschaltet. Ich habe den Schritt vorher schon gemacht und dann wird mir das Bild bei der Elgato auch so angezeigt, wie es sein soll. Im Endeffekt sehr, sehr einfach, aber eben wirklich ein grundlegender Fehler, der eigentlich immer auftritt, wenn man sich eine Elgato kauft. Ja, und das war's dann auch schon. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Wenn es dir gefallen hat, dann schau doch auch noch in einem anderen Video rein. Außerdem findest du hier den Link zu meiner Homepage, wo du jedes Tutorial auch noch in der Schritt-für-Schritt-Anleitung mit den dazugehörigen Downloads findest.